Synology Active Backup for Business macht es einfach, virtuelle Maschinen in der VMware vSphere zu sichern und wiederherzustellen. In diesem Video demonstrieren wir das Erstellen einer VMware-Sicherheitsaufgabe und das Wiederherstellen von virtuellen Maschinen mit Active Backup for Business. Bevor es losgeht, installieren Sie bitte Active Backup for Business auf Ihrem Synology NAS. Für die Liste der kompatiblen Modelle und unterstützten VMware-Versionen besuchen Sie bitte den Link in der Beschreibung. Active Backup for Business unterstützt Backups ohne zusätzliche Clients. Für einen Schutz virtueller Arbeitsprozesse ohne aufwendige Installation. Um eine VM-Sicherheitsaufgabe zu erstellen, starten Sie Active Backup for Business. Klicken Sie auf Virtuelle Maschine und dann auf VMware vSphere verwalten. Hinzufügen, um mit VMware vSphere zu verbinden. Dann wählen Sie die zu sichernden virtuellen Maschinen und klicken auf Aufgabe erstellen, um den Backup-Assistenten zu starten. Folgen Sie dem Assistenten, um einen gemeinsamen Ordner als Backup-Ziel zu wählen. Erstellen Sie den Aufgabennamen und konfigurieren die zugehörigen Sicherungseinstellungen. Erstellen Sie einen Zeitplan und definieren Sie die Beibehaltungsrichtlinie. Mit einem Klick auf Übernehmen startet das Backup. Als nächstes stellen wir unterschiedliche Wiederherstellungsoptionen in Active Backup for Business vor. Wir haben die gesicherte VM der VMware vSphere gelöscht, weshalb im Interface der Hinweis Unknown VM in der Liste erscheint. Für unterschiedliche Desasterfälle bietet Active Backup for Business drei verschiedene Wiederherstellungsmethoden. Sofortwiederherstellung zu VMware, vollständige Wiederherstellung zu VMware und Sofortwiederherstellung zu Synology Virtual Machine Manager. Wir demonstrieren zuerst die Softwarewiederherstellung zu VMware, die Ihnen ein sofortiges Wiederherstellen einer VM direkt aus einer Sicherungsdatei ermöglicht und damit Serviceausfallzeiten im Falle eines Hostversagens minimiert. Wählen Sie die wiederherzustellenden virtuellen Maschinen. Klicken Sie auf Wiederherstellen, Sofortwiederherstellung zu VMware. Wählen Sie den Wiederherstellungszeitpunkt und Modus. Klicken Sie auf Übernehmen, um VMs wiederherzustellen. Sie werden automatisch zum Wiederherstellungsstatus weitergeleitet, der den Fortschritt anzeigt. Nachdem die Wiederherstellung abgeschlossen ist, besteht der letzte Schritt daraus, auf Migrieren zu klicken und die sofort wiederhergestellte VM zurück zum ursprünglichen Host zu transferieren. Wenn eine kritische Verbindung ausfällt, macht die Sofortwiederherstellung zu VMware das NAS in wenigen Sekunden zu einem Speicherort für den Hypervisor mit sehr geringen RTOs. Aber die I/O-Leistung wird begrenzt. Wenn Sie die volle I/O-Leistung benötigen, können Sie die gesamten VM wiederherstellen, indem Sie dies auswählen. Neben diesen beiden Wiederherstellungsoptionen sorgt die Integration mit dem exklusiven Synology Virtual Machine Manager für einen vorübergehenden Wiederherstellungsstandort durch das NAS, wenn der ursprüngliche Host abstürzt. So läuft das Backup-Image sofort auf dem NAS. Es kann auch als temporäre Testumgebung für Upgrades dienen, ohne den ursprünglichen Host zu beeinflussen. Um diese Sicherungsoptionen zu nutzen, installieren Sie als erstes Virtual Machine Manager auf Ihrem NAS. Wählen Sie die wiederherzustellende VM und klicken Sie auf Wiederherstellen, Sofortwiederherstellung zu Synology Virtual Machine Manager. Konfigurieren Sie die virtuellen Maschinen, die auf dem Synology VMM laufen sollen und wählen Sie einen Wiederherstellungszeitpunkt. Folgen Sie dem Synology VMM Assistenten und konfigurieren Sie die Einstellung für die virtuellen Maschinen. Klicken Sie auf Übernehmen und die VM-Sicherung wird in den Synology VMM importiert. Starten Sie Virtual Machine Manager, um die ausgewählten VMs und Dienste einzuschalten. Unterschiedliche Modelle haben verschiedene Anzahlen empfohlener virtueller Maschinen. Bitte überprüfen Sie dies in den häufig gestellten Fragen. Mit Active Backup for Business können Sie auf einfache, moderne Weise VMs sichern und wiederherstellen. Hinzu kommt, dass es lizenzkostenfrei ist, egal wie viele VM-Hosts Sie sichern werden. Um mehr über Active Backup for Business zu erfahren, besuchen Sie den Link in der Beschreibung.